interessieren Sie sich für Musik. Aber auch falls nicht, dürfen wir hoffen, dass Sie sich für das, was wir Ihnen erzählen werden, trotzdem ein bisschen interessieren. Unser Thema, Sie wissen, heißt Richard Wagner, ein Komponist, der 80 Jahre nach seinem Tode immer noch heftig in der Diskussion steht und umstritten ist. Ich darf Ihnen unsere Gesprächspartner vorstellen. Unser Gast heute Abend ist der Dirigent Ferenc Frigyes. Links neben ihm Ludwig Kusche, Komponist und Musikschriftsteller. Und rechts Professor Hans Gebhardt, Kulturhistoriker. Meine sehr verehrten Herren, wir haben viel über Wagner gesprochen in den letzten Tagen. Kann man wohl sagen. Ja. Und darf ich zunächst für unser Publikum die Frage stellen, für oder gegen Ludwig Kusche zu Wagner? Ja, ich habe gerade gehört, dass du gesagt hast, dass heute noch sehr gestritten wird über Wagner. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr schön, dass gestritten wird, denn daran beweist sich doch, dass er kein Museumsstück ist und dass er immer noch lebt, denn worüber man sich streiten kann, da ist immer noch etwas drin. Und es ist mir oft aufgefallen, abgesehen davon, dass man sagen muss, er war der größte Weltrevolutionär der Musikgeschichte und war eigentlich vielleicht der 1848er, der zum Glücke der Menschheit wirklich was beigetragen hat. Aber ich habe mich oft gefragt, warum, wenn man in Gesellschaft spricht über die Klassiker, da wird immer also Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, ja, es wird genannt Brahms, der zur Zeit von Wagner lebte, es wird Reger genannt, es wird sogar heute schon Richard Strauss genannt, aber niemals Wagner. Warum betrachtet man ihn eigentlich nicht als Klassiker? Doch wahrscheinlich deswegen, weil er der Anbeginn dessen ist, was wir als moderne Musik bezeichnen, denn wir leben doch heute eigentlich alle noch von ihm. Es ist vielleicht in dem Zusammenhang gar nicht übertrieben, wenn man sagen kann, was täte seit 40 Jahren die deutsche Filmmusik ohne Richard Wagner? Ja, so es ist völlig undankbar, nicht? Ja. Und ich möchte sagen, er ist vielleicht in der modernen Musik, begonnen von 1850 bis heute, das Pubertätszeitalter der modernen Musik. Und welcher Musiker und welcher Mensch kommt schon um seine Pubertät herum, wenn er auch manchmal später nicht gern dran denkt, ja? Ja, vielleicht ist er für unser modernes Gefühl für einen Klassiker zu ausschweifend. Ja, das auch, bestimmt. Ja. Nichts vorwegnehmen, bitte. Da hat er recht. Maestro Frigyes, Sie sind Dirigent, Sie kennen Wagner aus der Praxis. Sie sind Ungar und es ist bekannt, dass Sie eine große Vorliebe für Mozart und die Italiener haben. Die Kritik hat verschiedentlich behauptet, dass Sie kein Verhältnis zu Wagner hätten. Stimmt das? Ich habe geglaubt, wir wollen nicht über Richard Wagner sprechen, das ist eine Kritik. Aber bitte, wenn Sie so netterweise gerade diese Kritik anschneiden, dann möchte ich sagen, Hände weg. Denn jeder ausübende Künstler, das heißt ein großer Teil, und schaffende Künstler, hat wirklich im ersten Teil seiner Karriere sehr, sehr viel bittere Pillen und ungerechte Pillen durch die Kritik schlucken müssen. Darf ich Ihnen ein kleines Beispiel sagen? Ich habe einen zauberhaften Satz in der nicht sehr langen Vergangenheit von einem Kritiker gelesen, über eins der größten Genie, die wir in diesem Jahrhundert gehabt haben, Toscanini, wo es wortwörtlich gestanden ist, Toscanini, der die italienische Operspiel verpreust hat. Hey. Und da muss ich sagen, wissen Sie, wenn die diese Sache jetzt vorgebracht haben, da haben Sie gesagt, da könnte ich auch noch schlucken, dass Sie mich Wagner-Gegner nennen. Aber das bin ich nicht. Ja, das stimmt nicht. Ein ausübender Musiker kann kein Wagner-Gegner sein. Das stimmt. Das stimmt ganz einfach nicht. Ich bin selber auch natürlich nicht kein Wagner-Gegner, wenn auch mein Herz für Mozart höher schlägt, muss ich sagen, mit allen Offenheit und mit aller Freude, wenn es um Meistersinger und zum Beispiel um Tristan, ich bekenne mich zum Richard Wagner in jedem Moment, darum sitze ich auch da. Ja. Sie haben mich gerufen und ich habe ihm begeistert Ja gesagt, besonders wie ich gehört habe, dass es um Sitzregitil geht, nicht? Ja. Die Front zu klären, Professor Gebhardt. Wir haben hier zwei Pro-Wagnerianer, die beiden Musiker, Professor Gebhardt. Ja, ich weiß, Sie schauen mich an wie einen Wagner-Gegner. Und Sie sind ein terribel Simplifikateur, kann ich nur sagen. Ja. Es wäre, um das von vornherein zu sagen, so idiotisch bin ich nicht, etwa die Bedeutung Wagners als Musiker in der Entwicklungsgeschichte der Musik in irgendeiner Form anzutasten. Niemand hat das schon. Wagner wollte ja nicht nur Musiker sein, sondern er zielte doch auf das Gesamtkunstwerk ab. Also auf das Gesamtkunstwerk, das Theatralische, mit Musik, mit Dichtung, mit der Gebärde, dem Schauspielerischen und schließlich auch mit dem, was bildlich auf der Bühne erscheint. Und da möchte ich sagen,
wie er uns heute unter dem Aspekt dieses Gesamtkunstwerks erscheint, sind doch einige Bedenken anzumelden. Ich glaube, wir kommen dann später noch darauf zurück. Herr Professor, ich glaube, es ist ihm doch gelungen, denn wenn es ihm nicht gelungen wäre, das Gesamtkunstwerk, dann glaube ich, wäre er heute abgetan. Ja, aber ich meine, dass er nicht in allen Facetten dieses Gesamtkunstwerkes vor unserem Gegenwartsgefühl bedenkenlos besteht. Das mag sein, und das bezieht sich sicherlich hauptsächlich auf den Ring. Der Ring des Nibelungen ist immer das umstrittenste Werk. Die Opposition bezieht sich meistens nicht auf die Meistersinger Tristan oder Parsifal. Sämtliche Karikaturen, die es von Wagner gibt, sind ja auch zu 80% nur auf den Ring gemünzt. Es gibt fast keinen Meistersinger. Naja, aber das ist doch ein zentrales Werk bei ihm, nicht? Das kann man doch nicht wegleugnen. Das ist zweifellos, aber es gibt ja schließlich auch die anderen. Das ist also nicht so, dass man einen Komponisten im Bausch und Bogen verdammen kann. Frage, bang, bang. Es gab ja Bang Bang. Es gab schon immer Wagner-Gegner und sogar stärkere Wagner-Gegner. Wie der Professor, zum Beispiel schon zu Wagners Zeit, nicht? Wofür die nennen Sie die Kritik auch? Naja, das wäre ein eigenes Musikerleben. Sie haben ihn ja zerfetzt nach allen Regeln. Aber ich meine zum Beispiel, ein Mann wie Nietzsche, der doch Wagner hörig war am Anfang, das kann man sagen, hat 18 Jahre später, 1888, doch den Essay geschrieben, der Fall Richard Wagner. Also es hat noch niemand mit so viel Haubitzen auf Wagner geschossen wie Nietzsche. Er hat die tollsten Dinge vorgebracht, die man nur vorbringen kann. Und trotzdem hat er das Gerechtigkeitsgefühl gehabt, dass er Dinge gesagt hat wie, er meint es natürlich auch ein bisschen anrüchig, er ist ein Meister hypnotischer Griffe. Er wirft die Stärksten noch wie Stiere um. Aber er hat auch gesagt, er hat das Sprachvermögen der Musik ins Unermessliche vermehrt. Und das ist doch etwas von einem Gegner einer Anerkennung, die eminent ist. Genauso wie viele Jahrzehnte später Thomas Mann in dem sehr umstrittenen Essay Das Leiden und die Größe Richard Wagners, das damals so um 1930 ein unendliches Aufsehen machte. Auch Thomas Mann war einmal ein Tristan-Höriger, wie ich glaube jeder junge Mensch einmal gewesen ist. Und er hat dann vom kritischen Verstand aus vieles einzuwenden gehabt und ist aber doch am Schluss seines ellenlangen Essays, kommt er dazu, ja, habe ich dann mal eine Karte Arms in Tristan oder Meistersinger, dann sitze ich drin und der Zauberer, der macht mich fertig und ich kann nichts mehr sagen und der andere hat recht. Richtig. Ich glaube also, die Stellungen sind klar. 2-1, ich darf dazu sagen, 3-1, denn ich gehöre auch zu diesen merkwürdigen Menschen, die Wagner zutiefst verehren. In meiner Jugend mochte ich ihn gar nicht. Aber erst in der Reife, nicht? In den Jahren der Reife. Ja, und das steht mir noch bevor. Ja. Ich hoffe es. Ja. In Gesprächen, meine Damen und Herren, die wir gelegentlich so in Gesellschaften oder so etwas, Streitgesprächen über Wagner führen, werden immer zwei Hauptgegenargumente gegen Wagner vorgebracht. Ich glaube, wir wollen diese Argumente einfach einmal vornehmen und etwas darüber sagen. Argument Nummer 1 ist, dieser Wagner mit seinen bärtigen Göttern und solche Rauschebärte, solche Brünen, solche Helme, immer wieder gegen den Ring. Ich kann diese Pappdeckelfelsen und diese Mythologie nicht mehr sehen. Das ist also Nummer 1. Entschuldigen Sie, kann man eigentlich dagegen etwas sagen? Das ist doch wirklich etwas, was wahrscheinlich spontan einfach aus unserer Gegenwartssituation oder aus unserer Lage heraus einfach hervorbricht, hätte ich beinahe gesagt. Und schauen Sie, wir sollten ja ein eigenes Musikaleum über das Problem Wagner machen. Wir können es ja nur am Rande streifen und ich bin gegen drei, bin ich immer also irgendwo in der Hinterhand. Nur ein Beispiel, wenn Sie... Nee, reden Sie von den Nibelungen. Es hängt davon ab, was Sie sagen werden. Es ist ja möglich, dass es 2-2 wird. Fallen Sie mir nicht um. Fallen Sie mir nicht um. Ich möchte Folgendes sagen. Wenn Sie vom Ring der Nibelungen, also von der Dichtung, heute auch in der Simrock-Übertragung meinetwegen, 2 Zeilen lesen, dann ist es für mich ein Trunk Quellwassers. Wenn Sie aber diese gleiche Mythologie und den gleichen Stoff durch das Medium Wagner angeboten bekommen, dann geht das an den Rausch, an das Narkotikum hin und man darf vielleicht sagen, in diesem Sinn ist Wagner Opium für das Volk. So denke ich. Naja, aber da muss ich sagen, Professor, ich meine, das Quellwasser von Simrock ist wirklich aus der Wasserleitung. Ich meine, es ist doch nicht so... Ja, ich weiß, Herr Kuschel, Sie sind ein Freund des Alkohols. Das stimmt. Schon, Sie haben etwas gegen das Wasser, nicht wahr? Ja, schön, ja. Aber Sie müssen doch mal bedenken, was sind die Nibelungen in den 19. Jahrhundert abgehandelt worden? Es ging doch schon in der Gegend davon Schlegel-Tieck bei den Romantikern los. Dann die Nibelungen von Hebbel. Und wenn man nun gegeneinander überstellt, dass Hebbel zur selben Zeit auch eine Trilogie, die Nibelungen, schrieb, so muss man immerhin sagen, die Nibelungen von Hebbel, der vielleicht
sprachgewandter war wie Wagner, sind heute tot. Die Nibelungen von Richard Wagner leben noch. Ja, schon, aber doch nur durch dieses Medium der Musik, nicht wahr, die etwas Narkotisches an sich hat. Und ich kann nur sagen, das große Publikum ist immer anfällig gegen so ein Narkotikum. Deswegen ist es doch so. Sie nicht? Sehen, meine Damen und Herren, es hört nicht auf, der Streit um Richard Wagner. Verzeihung, eine Frage. Habe ich recht, wenn ich behaupte, dass Richard Wagner eine Erscheinung seiner Zeit ist, dass die germanische Mythologie damals im Schwange war, Mode war, und dass Wagner natürlich als Kind seiner Zeit das geschaffen hat, dass auch die Sprache, die vielverschriebene Hoyotoho-Wagalawaya-Sprache, die sich übrigens hervorragend komponiert, alle Musiker sagen, es gibt keinen besser zu komponierenden Text als die Wagnerschen Stabreime, dass das nur uns heute nicht mehr so viel bedeutet, wie sagen wir eine schlichtere Prosasprache, wie sie in anderen Opern haben. Ja, aber ich kann doch den Wagner heute nicht dauernd mit einem historischen Kommentar genießen und ihn dauernd also nur in der Historie sehen, sondern ich muss ihn doch einfach ganz völlig unabhängig einfach als kulturelle Erscheinung sehen. Nicht? Weil ich dachte, ja, am letzten Endes ist es ja so weit schon gekommen, dass die Enkel behauptet haben, also dieser Teil von Richard Wagner ist ungenießbar. Lass mal die Musik, wie es ist, und die ganze andere Sachen stellen wir um. Ne? Das ist natürlich die andere Seite. Das ist die andere. Also irgendwo gibt der Mittelweg. Ja, das ist die andere Seite. Aber ich glaube, wir schließen jetzt im Moment also diese Seite ab. Argument Nummer zwei, das in Diskussionen immer wieder hereingetragen wird, ist, und zwar wird das hauptsächlich von Leuten gebraucht, die Wagners Gesamtwerk nicht kennen. Ich sage das Gesamtwerk. Wagner ist zu laut. Ja. Wagner ist zu laut, das ist, glaube ich, ein bisschen natürlich zu primitiv, denn man kann also dieses Wort laut nicht etwa nach der Phonstärke bemessen. Ich glaube, das liegt ein bisschen tiefer und ein bisschen hintergründiger. Ein Wort von Wagner selbst, das er über sich gesagt hat und was, glaube ich, wirklich sehr viel besagt. Mein normaler Zustand ist der der Exaltation und von der Übersteigerung, nicht wahr? Und das, glaube ich, ist für uns heute jedenfalls doch sehr stark in dem Werk spürbar. Dieses auf das massenhaft Wirksame ausgehende, nicht wahr, das also auf Reize und auf mit sehr raffinierten Mitteln angelegte, das ist das, wovor wir ein bisschen scheuen. Aber ich habe noch niemanden kennengelernt, der zum Beispiel, es wird nur immer in der Bezug auf den Richard Wagner herumgeschimpft, ich habe noch niemanden kennengelernt, der zum Beispiel auf das Ekstatische bei Hölderlin geschimpft hätte. Na, entschuldigen Sie, also jetzt sind wir aber, jetzt sind wir beinahe im Wald. Ich meine, wenn schon Ekstatisch. Ja, ganz abgesehen davon vermag ich immer noch nicht richtig einzusehen, warum das Ekstatische, auch wenn es nicht mehr unser Ausdruck, der Ausdruck unserer Zeit ist, deswegen etwas Schlechtes sein soll. Ja, aber das Prinzip einer Kunst, eines Stils, nicht wahr, ist es... Ja, aber lasst es uns doch betrachten, so wie es gedacht ist. Mhm. Schön. Ja, betrachtet. Führt also jedenfalls zu weit. Aber bitte zum Thema zu laut aus berufenem Munde, Maestro Frickscher. Sie kennen Wagner vom Pult aus, Sie kennen die Partituren, Sie wissen, was mit dem Orchester zu machen ist. Ist Wagner nun wirklich so laut? Nein. Nein, Wagner ist eben nicht so zu laut, wie Mozart nicht zöpfig ist. Mhm. Nicht? Es ist Wagner dann laut, wenn man es laut dirigiert. Mhm. Wenn man die Partituren wirklich gründlich untersucht und genügend Zeit dazu hat, die Leute dazu zu bringen, dass sie Wagner im Großen und Ganzen mit seiner unermesslich reichen Polyphonie dementsprechend und nach einem roten Faden immer das hörbar spielt, was notwendig ist, dann wird er nicht zu laut. Dass er Fortissimo geschrieben hat, dazu hat er ein verdecktes Orchester auch erfunden. Mhm. Nicht? Darf ich hier ganz kurz noch zwei Begriffe für unsere Zuschauer erklären, die nicht die Musikfachsprache kennen? Das verdeckte Orchester, das Richard Wagner gefordert hat, sieht so aus. Das Orchester sitzt sehr tief versenkt vor der Bühne. Über dem Orchester ist ein gewölbter Schalldeckel, der nur zur Bühne zu offen ist. Der Klang des Orchesters kommt also auf diesem Umweg über die Bühne zurück in den Zuschauerraum. Das bedeutet, dass das verdeckte Orchester natürlich für den Zuschauerraum leiser klingt. Was zunächst einmal das Argument zu laut schon bis zu einem gewissen Grade erklären könnte. Begriff Nummer zwei, den Sie eben brachten, war Polyphonie. Polyphonie heißt Mehrstimmigkeit. Das heißt, nicht nur eine Melodie erklingt, rhythmisch und harmonisch bestimmt, sondern es erklingen mehrere Melodien gleichzeitig, mehrstimmig, polyphon. Das kann bis zum Kontrapunkt gehen. Meister der Polyphonie war übrigens Johann Sebastian Bach, dies nur
engagierten Wagner-Gegnern gesagt. Ja. Was müssen Sie zu mir sagen? Nicht? Zu Ihnen gesagt. Ja, ich glaube, Meister Fixer ist noch entscheidend. Es ist eben die Schwierigkeit in der Praxis mit den zu laut. Nach meiner Meinung nach, diese, wie ich gesagt habe, mit genügend Proben und mit einem gewissen Ensemblegeist, wie es auch in den Glanzzeiten Bayreuth bewiesen hat, es ist niemals zu laut und es ist schön musiziert. Mhm. Wenn Sie an die großen Vorträge, Toskanini-Aufführungen in Bayreuth denken, hat kein Mensch geklagt, dass es zu laut ist. Mhm. Aber da war neben der Verdeckte des Orchesters niemals ein verdrecktes Orchester. Da war probiert, da war ein Arbeit drin, da war wirklich ein Geist von Kammermusikalischen her. Und das übersieht man immer, dass Wagner im Grunde und in seinem Herzen nicht ein lauter, sondern ein Kammermusiker war. Yeah. Sie glauben also, dass Wagner oftmals zu laut klingt, liegt an den mangelnden Proben? Also das ist mindestens ein großer Sektor davon, warum es so ist. Yeah. Ja, vor allen Dingen ist Folgendes nicht einzusehen, wer sich mit Wagner beschäftigt hat, der sieht doch, dass die Verwendung des Schlagzeugs, also was das zu laut absolut rechtfertigen will, bei Wagner derartig meisterhaft und sparsam angebracht ist, dass man davon nicht reden kann. Ich glaube, dass das Gerede, also heute von zu laut, immer noch auf den Zuständen des 19. Jahrhunderts beruht. Denn man kann aus den Karikaturen des 19. Jahrhunderts außerordentlich viel lernen. Ich habe zum Beispiel, kam ich an Aufführungen hier in München aus meiner Jugend erinnern, wo die Hugenotten wesentlich lauter waren als die Walküre, rein klanglich. Mhm, nicht? Aber es gibt keine Karikatur, die auf die Klangstärke bei Meyerbeer ginge. Es gibt immer nur Karikaturen auf die Klangstärke bei Wagner. Und zwar hauptsächlich Karikaturen, die Konzertsäle darstellen. Mhm. Und das kommt aus einer unglückseligen Zeit von 1840 bis 1860, wo Wagner noch gezwungen war, sozusagen die symphonischen Glanzstücke seiner Sachen, wie den Walkürenritt und so weiter, im Konzertsaal zu machen. Und da wirkten sie zu laut, weil keine Bühne dabei ist. Mhm. Ja. Wir haben heute Abend ja ein Beispiel, das uns beweisen soll, dass Wagner durchaus nicht laut ist. Das Siegfried-Idyll. Lieber Professor, Belehrung, Idyll? Ja, Idyll, Doppelpunkt. Idyllion, griechisches Wort, heißt kleines Bild. Und dann im übertragenen Sinn das kleine Gedicht, das behagliche, menschlich durchwärmte Zustände schildert, meist in Verbindung mit dem Landleben, im Gegensatz zu dem komplizierteren und überfeinerten Stadtleben. Das ist eigentlich kurz gesagt das, was... Das zum Beispiel Hermann und Dorothea, nicht mal mein Beispiel zu nennen, ist das große Idyll. Ich glaube, Schiller hat das damals gesagt, dass das eigentlich zu den sentimentalen Kunstgattungen der Poesie gehört. Zu den subjektiven. Jetzt zum Siegfried-Idyll. Wie kam das zu dem? Wie kommt Siegfried, der hehre Held, zu Idyll? Ja, das ist ja ganz komisch. Und das kommt eigentlich gar nicht so sehr. Und Siegfried-Idyll ist eigentlich ein irreführender Name, weil immer die Leute glauben, der hätte etwas mit der Person des Siegfried zu tun, das er gar nicht hat. Es war eine, ich sage es nicht sehr gerne, eine Gelegenheitskomposition, jedenfalls wird es darunter gerechnet, von Wagner, die aber als einzige seiner Gelegenheitskomposition ihm aus vollstem Herzen kam, nämlich es war ein Huldigungsstück und ein Geburtstagsstück für seine Frau Cosima zum 33. Geburtstag und wurde am 25. Dezember 1870 in Triebschen aufgeführt. Ja, dazu darf ich ganz kurz etwas erzählen. Richard Wagner war in München gewesen. Der König Ludwig II. Von Bayern hatte ihn nach München geholt. Er hat hier eine große Zeit erlebt, aber auch eine Zeit der äußersten Widerstände, die es so weit gebracht haben, dass Wagner München verlassen musste, nach 2 Jahren, glaube ich. Er ging danach zum zweiten Mal in seinem Leben in die Schweiz, ins Asyl. Wir werden später noch den Ort sehen, an dem dieses Idyll entstanden ist. Jedenfalls kurz nach der Münchner Episode heiratete Richard Wagner seine zweite Frau Cosima, die Tochter des Komponisten Franz Liszt gewesen ist. Kurz darauf kam Siegfried, Wagners Sohn, zur Welt. Und zu diesem Anlass, als Geburtstagsständchen für die junge Mutter, hat Wagner das Siegfried-Idyll komponiert. Ja, das ist gut, dass Sie das sagen, denn Siegfried-Idyll, wenn man weiter nichts weiß, das riecht nach domestizierten Mythos, nicht wahr? Ja, und es ist gar nichts Mythos. Das ist bei Gott entfernt von jedem Mythos. Ja, das ist der stille Zufriedenheit aus Liebe und Familiensinn geboren. Dazu darf ich sagen, dass dieses Werk ursprünglich konzipiert war bei München in Starnberg und Starnberger Idylle heißen sollte, danach in Triebschen fertiggeschrieben wurde und noch bei seiner Uraufführung die Jahre später Triebschener Idyll genannt wurde. Ja, es hieß erst Siegfried-Idyll, als es
als es Wagner an die Firma Schott gab zum Druck, und das war 8 Jahre später. Genau das. Aber was ist vom Siegfried nun musikalisch in das Idyll hineingekommen? Ludwig Kusche, bitte zum Klavier vorführen. Darf ich das Narkotikum ausdrücken? Naja, Sie haben sowas gegen Narkotika. Aber Sie wenn jetzt das Wort Alkohol noch fällt, dann sind wir fertig. Ja. Ja, es ist seltsam. Dieses Stück hat eigentlich 6 Hauptthemen, die durchgeführt werden, die aber alle merkwürdigerweise auf die Brünnhilde Bezug haben, also auf die Frau, und alle im dritten Akt von Siegfried vorkommen. Da ist zuerst einmal dieses bukolische Thema, das also die, wo ich möchte sagen, die Brünnhilde in ihrer mütterlichen Funktion schildert. Ich darf das nachher ein bisschen schneller machen. Ja. Sehr bald darauf kommt folgendes Thema im Siegfried, das wieder zu der Brünnhilde gehört, wo sie singt: O Siegfried, herrlicher Hort der Welt. Das ist mit geringen Veränderungen ebenfalls in Siegfried übernommen. Dann ist in Übergang wieder ein Brünnhilden-Thema, und zwar das ihres Schlummers. Dann wieder ein Thema, und zwar aus der Coda des Siegfriedes, da, wo der Liebesjubel seinen Kulminationspunkt erreicht hat. Dann das Waldvogelthema, was das Bukolische der Situation und der Idyllen noch erhöht. Und es ist interessant, dass die Solotrompete, die in dem Stück nur 12 Takte zu spielen hat, auf dem Höhepunkt des Moment, Stückes... wir haben einen Einwand. Nein, ich habe gar keinen. Ich sehe nur den Trompeter dort, die haben gezeigt. Sehr schön. Dass die nicht das Siegfried-Thema bläst und dass die Trompete nicht das Schwerthema bläst, sondern das Waldvogelthema. Also das Symbol des Zueinanderfindens von Mann und Frau. Von Mann und Frau. Ja. Und alles aus dem dritten Akt Siegfried. Und nur ein Thema kommt nicht vor, weder im Nibelungenring noch sonst bei Wagner. Ja. Und das ist ein eigens für diesen Zweck komponiertes Kinderlied, das er dann durchführt. Ein Kinderlied bei Wagner? Ja. Das ist sichtlich auf den kleinen, anderthalbjährigen Sohn gemünzt. Also es sind nur Themen, möchte ich sagen, von Liebe zwischen Mann und Frau und Zusammengehörigkeit mit einem Blick auf das kleine Kind, aber nichts von Held, nichts von Schwert, nichts von Lindwurm und Deckel. Das Ganze ist jedenfalls sicherlich eine Huldigung an Frau Cosima. Und nur. Und nur das, ja. Und nun noch, bevor wir dazu kommen, meine, bitte, Dankeschön. Abschließende Frage. Ein Bekenntnis für... oder gegen Richard Wagner, für oder gegen das Siegfried-Idyll? Ich finde, das Siegfried-Idyll ist vielleicht von unserem heutigen Standpunkt aus das modernste von Richard Wagner, denn es bevorzugt wieder die kammermusikalische Form und es führt von Richard Wagner, der hier zum einzigen Mal und leider zum letzten Mal von seinem Riesenorchester zurückgeführt hat, möchte ich sagen, auf die Kammermusikbesetzung des vorigen Jahrhunderts, führt ein direkter Weg sowohl zum Ariadne-Orchester von Strauss, als auch zum Christ-Orchester von Hans Pfitzner und sogar zu den Partituren von Schreger und dem frühen und mittleren Schönberg. Ja. Ich darf dazu nur zur Erläuterung sagen, wir spielen das Werk nachher mit der vollen Streicherbesetzung, also nicht als Kammermusikstück aus klanglichen Gründen, nicht, Herr Maestro? Professor Gebhardt? Ja, nun, ich muss also schon sagen, es ist beinahe unfair, nicht wahr, dass man also dieses Siegfried-Idyll hier spielt, denn mit dem Siegfried-Idyll kann man nichts gegen Wagner sagen. Und ich kann nur sagen, im Siegfried-Idyll hat sich meiner Meinung nach Wagner von Wagner erholt. Sehr schön. Und Maestro Frickschein, was haben Sie vor dem Dirigieren des Werkes noch zu sagen? Also, erstens nach dem gar nicht. Zweitens, vor dem Dirigieren, ich werde alles in denen sagen, was ich zum Siegfried dir zu sagen habe. Ich möchte zum Abschluss etwas sagen, die, glaube ich, sehr wichtig wäre. Wagner hat in seine Werke Verteilung und Art etwas Wunderbares Gemeinsames mit Mozart. Jeder Oper ist eigentlich anders.
ich möchte nicht sagen entwicklungsmäßig, ja, aber anders. Ja. Eigentlich, wenn eine Oper, Leitung, es klug dosiert, so kann er sehr viel Wagner-Freunde gewinnen, denn ein jeder bekommt von Wagner eine Art, die er gerne haben kann. Ja. Holländer, wenn Sie dran denken, ja, wirklich mit seiner italienischen Gesangsfreudigkeit. Ja. In Tannhäuser diese blühende Vitalität, was wir vorfinden. Ja. Meistersinger mit dem poesievollen Humor und weise Poesie, was drin ist. Im Tristan der glühende Sehnsucht nach Liebe, nach Sterben. Und schließlich der Nibelunge mit seinen speziellen Wünschen, nicht? Mhm. Aber ich glaube... Achso, bitte. Aber ich finde, da können wir aktive Musiker sehr, sehr viel machen an dem Gebiet. Mhm. Richard Wagner wirklich in seine ganze Größe an den Publikum heranzubringen und Leute zu gewinnen für ihn. Und ich stehe dazu immer gerne bereit. Ich danke Ihnen. Ich höre als Wagner-Freund gerne das Wort, dass man Richard Wagner keinesfalls im Bauschen Bogen verdammen soll. Ja. Vielleicht aber, meine Damen und Herren, gefällt Ihnen das Siegfried-Idyll, das wir jetzt aufführen. Maestro, darf ich Sie bitten, sich zum Orchester zu begeben. Bis das Orchester sitzt und alles in Ordnung ist, zeigen wir Ihnen noch einen kleinen Film aus Triebschen, dem Entstehungsort. Bitte schön. Das ist der Blick hinüber auf die Stadt Luzern am Ende des Vierwaldstätter Sees. Dort ließ sich Wagner nach Beendigung der Münchner Zeit zunächst nieder. Hier fuhr er im Boot über den See und sah von dort aus ein Haus, das auf einer Landzunge lag und das ihm ausnehmend gefiel. Er erkundigte sich, erfuhr, dass es einem Luzerner gehöre und erfuhr, dass er es mieten könne. Im April 1866 zog er ein. Einer der ersten Gäste hier war König Ludwig von Bayern. Er wollte Wagner nach München zurückholen, aber Wagner bestand darauf, hier im Asyl zu bleiben, dem zweiten Schweizer Asyl seines Lebens. Das Haus zu Füßen des Pilatus, nahe dem Birkenstock. Wagner war damals 54 Jahre alt. Für ihn begann nun eine sehr produktive Zeit. Er beendigte zunächst und instrumentierte die Meistersinger, schloss dann den Siegfried ab, den er 13 Jahre hatte liegen lassen, und komponierte die ganze Götterdämmerung. Und das sind nur die Hauptwerke, die in diesen 5 Jahren entstanden sind. Daneben schrieb er Aufsätze und Prosaschriften, die Bände füllen, korrespondierte mit aller Welt und schrieb das Siegfried-Idyll. Das Haus gehört heute der kunstsinnigen Stadt Luzern und ist ein kleines Museum. Dies ist einer der Marmorkamine, die Wagner sich einbauen ließ, denn er legte stets in seinem Leben größten Wert auf größtmöglichen Luxus. Heute werden in diesem Haus Urkunden, Handschriften und Erinnerungsgegenstände aufbewahrt. Und das sind die Räume im Parterre. Das ist der Salon und hier die Bibliothek, Galerie genannt. Wagners Tage waren mit intensiver Arbeit ausgefüllt. Er schloss sich morgens schon in sein Arbeitszimmer ein, erschien nicht zu Mittag, sondern kam erst gegen Abend wieder zum Vorschein. Auf diesem Bild hat ein sehr poetischer Maler das Zusammensein der Familie mit Schwiegervater Franz Liszt dargestellt. Und hier steht Wagners Eraflügel, ein besonders kostbares Geschenk, das er sich hierher nachkommen ließ. Cosima Wagner, geborene Liszt, geschiedene Bülow, war damals 33 Jahre alt, Wagner 57. Das ist die Heiratsurkunde. Das Paar wurde in Triebschen getraut. Und so sah Triebschen damals aus. In dieses Haus kam am Tag vor der Geburt des Sohnes Siegfried ein junger Philosophieprofessor aus Basel, der Wagner über alles verehrte, Friedrich Nietzsche. Aus diesem Besuch entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden Männern, die jahrelang dauern sollte, bis sich Nietzsche von Wagner lossagte und abwandte. Das ist die Wagner-Familie. Fotos sahen eben damals so aus. Am 6. Juni 1869 kam Helferich Siegfried Richard Wagner zur Welt. Das ist seine Taufurkunde. Der Taufpate war der wohl glühendste Verehrer Richard Wagners, der König Ludwig von Bayern. Wagner hat in diesem Hause glückliche Zeiten verbracht. Nach dem wechselvollen Auf und Ab seines Lebens konnte er sich hier ganz seinem Schaffen, seinen Freunden und seiner Familie widmen. 7 Jahre lang. Dann kam seine letzte Lebensstation, Bayreuth und das Festspielhaus. Am Weihnachtsmorgen 1870, am 25. Dezember,
dem 33. Geburtstag seiner Frau Cosima, überraschte er sie mit einem Ständchen. Das Siegfried-Idyll wurde von Luzerner Musikern aufgeführt. Und zwar hatte Wagner die 13 Mann, also die kleinstmögliche Besetzung des Stückes, auf der Treppe seines Hauses postiert. Hier standen die Musiker vom Parterre aus bis hinauf in den ersten Stock. Sicherlich ist so eine Treppe ein einmaliger und sicherlich ein ungewöhnlicher Aufführungsort für ein Werk eines unserer größten Opernkomponisten. Und nun wird Ferenc Frickschey das Siegfried-Idyll dirigieren. Es spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
No.